Yo, hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Projekt zu Super Mario World. Ja, da ich das Ganze ja nicht mit der HDPVR geschissen bekomme, nehme ich das auch mit dem Emulator auf. Und jetzt, wo Nintendo eh so arschig ist und ja so einige Scheißaktionen abzieht, dachte ich mir mal, spielen wir das einfach jetzt hier. Macht ja Spaß, ne? Und ich spiele das hier mit so einem Controller. Hab schon mal ein bisschen gespielt, das lösche ich aber. Halt zu Testzwecken, ne? Testaufnahmen und sowas. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal so Hacks, dass ich also Hacks spiele. Es gibt ja auch die Möglichkeit, irgendwie Save States zu nutzen. Da komme ich noch nicht ganz so zurecht mit diesen F1, 2 Dingstasten, weil ich einfach mit dem Controller spiele und dann immer noch auf der Tastatur so rumzutatschen, ist ein bisschen behindert. Aber ich werde mal gucken, wie ich mich so dran gewöhne. Wir starten einfach ein neues Game als ein Player, One Player. Und dann gucken wir mal, wie ich mit dem Dings hier so zurechtkomme. Ich werde das Ganze jetzt nicht immer lesen hier. Willkommen, bla bla bla, im Dinosaurierland. Und so weiter und so fort. Genau. Toads 2 is missing again. Bla bla bla. Okay, also die Story sollte jeder kennen. Wir werden uns jetzt als erstes nach links bewegen und das spielen. Ich nehme das Ganze mit 60 FPS auf und ich hoffe, ich kann das ganz gut rendern und in einem ordentlichen Format. Hoffe ich einfach mal. Ich muss sagen, meine Skills, die sind noch... Wow, verbesserlich, auf jeden Fall. Ich habe das nur auch gerade mal kurz angezockt gehabt. Aber durchaus kann man die Skills noch verbessern. Ich muss mal eben gucken. Ah, okay, das ist die Taste für den Drehsprung. Passt mir ganz gut in den Kram. Komm mal her, kleiner Dino. War das im Originalspiel auch hier mit so komischen Dinos? Aber das ist doch das Originalspiel. Also ich habe mir die Original-ROM eigentlich geholt. Da ich das ja auch original hier zu Hause habe. Darf ich das ja auch so spielen? Ist ja eine Sicherheitskopie sozusagen. Zwar jetzt nicht genau von meiner Version, aber ich habe das Spiel. Also. Chillt. Ich will die Yoshi-Münze haben. Und diesen. Ach, da oben wird das sogar angezeigt. 2 von 3 haben wir, oder? Wie viel gibt's? Gut, ich hoffe, das Ganze läuft auch relativ flüssig hier. Oh, ich nehme das wieder mit Action auf. Wow. Alter Kacke ist das behindert. Scheiße, Mann. Ich muss mich auf jeden Fall noch an. Ich spiele das mit diesem. Dings mit diesen, wie heißen die, Analog-Sticks oder wie die heißen. Da muss man sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Ist anders, als wenn man jetzt mit so... Ich könnte auch mit diesen Pfeiltasten spielen. Wäre vielleicht auch einfacher. Scheiße, Mann, bin ich bescheuert. Da hätte ich jetzt nicht springen dürfen. Warte mal, ich mach mal die Maus aus dem Bild. Ich hoffe, die hat man gerade nicht gesehen. So, also, ich kann auch mit diesen Tasten hier spielen. Das sind doch vielleicht... Ja, die machen aber mehr Geräusche und das ist doof. Eigentlich muss ich mich dran gewöhnen, dass ich mit diesen, Analog-Sticks oder wie, wie die heißen da, Skill bekomme und nicht mit diesen, wo ich jetzt gerade mit spiele. Guck, mit denen kann ich mich ja noch nicht mal ducken. Zack. Gib mir mal einen Puls, Digga. Dankeschön. So, wir ignorieren die jetzt einfach mal alle. Wir müssen die ja nicht alle platt machen. Bringt ja nur zusätzliche Punkte und so wichtig sind die ja nun auch nicht, ne? Und ich kann jetzt schon sagen, ich werde bei einigen Leveln Probleme kriegen. So, wie holt man den Pilz da oben nochmal raus mit Select, glaube ich, oder? So, hier brauchen wir diesen Sprung. Also ich muss mich auf jeden Fall noch dran gewöhnen, ja? Also geht jetzt nicht davon aus, dass ich jetzt voller Oberpro bin. Ihr merkt aber vielleicht schon, dass die Grafik ein bisschen anders ist als halt bei der normalen Version. Das liegt einfach daran, dass ich da einen Filter drüber gepackt habe, der bei dem Emulator dabei ist. Finde ich, sieht einfach schöner aus und fertig. Ganz einfach. Ganz einfacher Grund. Okay, hier gibt es nichts mehr zu holen. Oh, scheiße. Oh, scheiße, den Pilz will ich haben. Finde ich aber nicht so toll, dass der Pilz automatisch runterkommt. Vielleicht will ich den erst später einsetzen. So. Da tun wir uns auch. Ich liege alles nur an diesem doofen Stick, weil der einfach... Der reagiert zu empfindlich, finde ich noch. Kann man das nicht irgendwie umstellen, die Empfindlichkeit? Nee, ne? Also im Emulator habe ich, glaube ich, nichts hier sehen. Was uns hier irgendwie helfen könnte. Was geht ab? Ich glaube, ich hätte da von unten gegen springen sollen, oder? Ich springe mal von unten gegen diesen gelben Block. Ah, okay. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Leben können wir immer gebrauchen, ne? Gerade ich, hallo? Nein, scheiße, ich bin so dumm. Zack, gib mir den Puls. Dankeschön. Da kriegen wir schon Leben geschenkt. Und ich krieg's nicht gebacken, das einzuholen. Wo ich eigentlich hätte nur springen müssen, so... So banal. Ach du Scheiße. Ah, Hilfe. Das gibt es doch nicht. Oh mein Gott, da werdet ihr schon dran merken, dass ich auf jeden Fall
noch Einübungszeit brauche. Nein, ey, meine Fresse, das ist auch peinlich, ey. Ich bin so peinlich, bin ich. Schön mit dem Xbox-Controller hier Mario zocken, ne? So ist man es ja auch gewohnt, ne? Wow. Geh weg, du Kugelwilli. Okay, diesmal hat es geklappt. Wunderbar. Freut mich doch. Wie kann man den eigentlich so nach oben werfen? Das wollte ich schon immer wissen. Habe ich bisher noch nicht hinbekommen. Guck mal, er lässt den noch nicht mal los. So geil ist der auf diesen Panzer. Zack. Nutze ich den Typen da? Ach, egal. Ich habe ihn kaputt gemacht. Das ist ja auch nicht schlimm. Da kommt und... Hüpft! 19! Boah, die Musik ist so episch am Ende, ne? Allgemein eigentlich ist die Musik episch bei diesem Spiel. Na gut, vielleicht werde ich euch in den nächsten Parts mal ein bisschen was zu der Geschichte erzählen von diesem Spiel. Aber auch noch vielleicht. Obwohl, die schöne Animation, dass er da noch durch ein Becken geht, ne? Dann aktivieren wir jetzt mal die ganzen gelben Dinger, indem wir dieses Level hier machen und dann den Knopf drücke. Geh mal her hier. Ich glaube, hier kriegt man nur Münzen, ne? Ja. Ey, komm. Ich schaff's noch nicht mal, so ein Ding zu treffen hier. Mach mal keinen Stress, Mann. Wo stehen eigentlich die Münzen? 27 haben wir. Pro 100 kriegt man Leben, ne? Oder wie war das? Boah, Alter, ey. Fickt ja voll Auge, ey, mit diesem Buster. Boah, ich muss bei jedem Mal muss ich mitsummen, ey. Das ist so krank. Heftig. Krasse Scheiße. Okay, wir sind gerade bei 7 Minuten. Das ist wunderschön. Das erste Level haben wir geschafft. Haben wir echt lange für gebraucht. Meine Fresse. Continue. And save. Hat er gespeichert? Ja, ne? Jetzt gar nicht gesehen, was ich gedrückt habe. Dieses Spiel gibt es auch nicht in Deutsch, ne? Kann das sein? Selbst wenn ich das hier auf meinem Nintendo spiele, Super Nintendo, dann ist das auch Englisch. Zumindest die Schrift und so. Und... Ach, keine Ahnung. Vielleicht gibt es ja irgendwo eine deutsche Version. Wahrscheinlich eine Hacked, also eine selbst erstellte deutsche Version von irgendjemandem. Fan übersetzt, sozusagen. Bam, 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 bam. Wir könnten eigentlich auch, uns mal alle Filter angucken in der Aufnahme und dann könntet ihr eigentlich entscheiden, mit welchem Filter wir spielen, aber ich glaube, ich lasse den einfach, das ist dann nicht so aufwendig und da, ich glaube, es werden sowieso nicht so viele schreiben. Vor allem, irgendwie macht das gar keinen Sinn, weil ich dieses Let's Play erst hochlade, wenn ich das wahrscheinlich schon komplett Ende aufgenommen habe. Von daher irgendwie sinnlos. Hallo Panzer. Wahrscheinlich hätte ich den Panzer gebrauchen können. Zum Beispiel für den Sack da. Hui! Kann dieser Yoshi hier eigentlich... Was ist denn jetzt los gewesen? Warum war der so schnell? Das ist so doof! So. Oh, Maulwürfchen. Komm. Komm, Kleiner. Wie heißen die denn nochmal, ey? Die haben doch auch einen Namen. Die Säcke. Oh, guck mal, eine Pflanze. Dann lassen wir den Yoshi mal hier stehen. Und... wie... Ah, okay. Wo kann das da wegspringen? Jetzt holen wir uns den Yoshi mal wieder. Ohne Yoshi macht das Leben einfach keinen Sinn. Boah, wie viele Yoshi-Münzen, ey. Jetzt werden sie nicht mehr angezeigt da vorne, ne? Seltsam, seltsam. Komm mal her, du Arsch. So. Was bringen die? Nichts Besonderes. Okay, dann gehen wir mal in diese Röhre rein. Oh, das ist, ups. Das kann man mit ihm hier super lösen. Aber dafür braucht man ihn natürlich auch, ne? Wir müssen ihn auch behalten, ne? Warte mal, ups. Ich glaube, mehr tolles Zeug gibt es hier auch gar nicht. Das war nur das Leben. Glaube ich zumindest, ich weiß es nicht genau. So, dann letzten holen wir uns auch noch. Ja, waren alles dann nur noch Münzen. Alles klar, aber wir wollen es ja abgecheckt haben, ne? Ich meine, das ist schon eigentlich schon ewig her, dass ich das wirklich mal intensiv und sowas durchgezockt habe, sozusagen. Das ist eine gute alte Zeit, ne? Wow. Komm, springen wir ein paar Mal drauf rum hier. Geh kaputt.
Oh. Okay. Na gut, haben wir nicht getroffen. Ist auch egal, das Level haben wir geschafft. Miau. Okay. Ich wusste einfach nicht, was ich als nächstes Let's Playen wollte und dann habe ich so zu meinem Fernseher geguckt und dann dachte ich, what the fuck, da ist doch voll das geile Game drin und warum spiele ich das denn nicht einfach? Und ja, jetzt spiele ich es einfach. Boah, voll die Hektik-Mucke, ey. Wenn ich irgendwas verpasse oder so, ey, dann schreibt in die Kommentare. Ich, wie gesagt, ich bin nicht mehr auf dem neuesten Stand hier. Oh, ey. Könnt ihr euch verpissen? Danke, dass mein Yoshi jetzt hier unten rum... Oh. Rumgeistert und jetzt tot ist, wegen eurer Lappen. Mann, ey. Gibt's doch gar nicht. Das ist traurig. Nö, kann man nicht rein? Okay. Dann kommt man da wahrscheinlich raus, wenn man in eine andere Röhre reingeht. Schätze ich einfach mal. Warte mal, das will ich doch gerne abchecken. Sieht schon fast so aus, als wäre hier irgendwas. Okay. Es war sogar was. Bäm. Oh, mal endlich eine Feuerblume. Mal was Neues hier. Bäm, 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 bäm. Ich meine, die ersten Level müssen wir auch nochmal spielen, weil wir den gelben Dingsbums aktiviert haben und dadurch etwas Neues sozusagen freigeschaltet haben. Kacke. Dann würde ich schon fast sagen, machen wir jetzt erst noch diese Level da vorne. Also dieses linke da. Hallo, gehst mal runter? Danke. Komm, machen wir nochmal das erste Level hier. Mario Start. Hier ist nämlich jetzt ein bisschen was neu, glaube ich. Na komm, gib mal den Puls. Nein. Aber was genau? Frage ich mich gerade auch noch. Ey, der Pilz ist weg. Der Pilz ist einfach weggegangen. Was ist denn das neu, oder? Ja da? Nö, der ist nicht neu. Ei. Oh. Oh, ich will schon ducken. Großer Meister of the Universe. Okay, da gibt's nichts. Ah, hier konnte man vorher runterfallen, ne? Sonst gibt's hier nichts Neues. Ja, ist doch nicht deren Ernst. Gibt's doch noch irgendwas? Komm. Ja, ich meine das in Erinnerung zu haben, dass es hier irgendwas noch gab. Aber was? Jetzt, was bringen diese Sternpunkte eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Diese roten Gangstersterne da, die hier... Nein, nicht nach oben! Nicht nach oben! Nicht nach oben, habe ich gesagt. Jetzt dreh doch um. Du blöder Sack, du. Na komm. Ich könnte das zwar auch mit einem NES-Controller zocken, den ich für den PC habe, aber... Ach komm. Warum sollte ich extra wechseln? Ich glaube, der hat sogar zu wenig Tasten. Der... Scheiße, Mann. Das Level ist eigentlich einfach, hat aber mehr Konzentrationsanforderungen. Weiß ja nicht auszuhalten, wie warm es in letzter Zeit ist, ne? Seht ihr das auch so oder seht ihr das nicht so? Komm, schreibt das in die Kommentare. Gib mir mal den Pilz, Alter. Danke für den Pilz. Ich finde das voll toll von dir, dass du mir den Pilz... Warum kommt da einer raus? Der ist doch schon gestorben. Würde mich verarschen? Dass du mir den Pilz gibst, das ist voll toll von dir. Das ist voll nett von dir. Das finde ich toll von dir. Das ist ein behinderter grüner Block. Ich weiß nicht, was der bringt. Deswegen, wow, lasse ich ihn auch mal in Ruhe. Wenn ihr wisst, was der grüne Block bringt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Es gibt auch irgendwie Noob-Blocks, ne, aber die sehen, glaube ich, nochmal ein bisschen anders aus, die mal zu Hilfe kommen. Erstmal mein iPhone nochmal Leute losmachen, bevor da gleich noch was passiert.